Herr Eberdorfer. Dr. Eberdorfer. Pardon. Herr Dr. Eberdorfer. Ich möchte daran erinnern, dass es Demonstrationen von Bürgern gegeben hat, als man ihn verhaftet hat. Dem Muras. Das ist eine hochanständige Familie. Sind Sie... Ja, Mura von Christian Frosch zählt auch zu den Filmen in der Edition, die sich mit der jüngeren österreichischen Vergangenheit beschäftigen. Erzählt eigentlich von einem Justizfall, der dem Land zur Schande gereicht. Er ist ein sehr präzise und konzentriert inszeniertes Courtroom-Drama mit der Besonderheit, dass in diesem Courtroom-Drama am Ende nicht die Gerechtigkeit siegt, sondern die üble Verquickung von Politik und Justiz sichtbar wird. Ich bin jedenfalls auch kein Antisemit. Es handelt sich um ein Merkblatt vom 7.4.1942 betreffend den Einsatz der jüdischen Arbeitskräfte. Ich zitiere. Der Jude ist unser Feind und der Alleinschuldige am Kriege. Es gibt daher auch keinen Unterschied zwischen Juden und Juden. Sie sind alle gleich.